Das ist verdammt ein Krach. Eben habt ihr noch genug gejubelt, also. Was für Diebe? Ich kann jetzt übrigens eine Illusion erschaffen. Ich war am überlegen, die Magierzauber wirklich zu nehmen. Für die Zaubertricks. Mhm. Ich war auch am überlegen. Ja, weil ich habe zwar göttliche Führung als Zaubertrick, aber ich kann ansonsten nichts Interessantes machen mit Zaubern. Ja? Die Vase da ist, wurde mir gesagt, ist nicht zum Stehlen. Die Vase, die drei. Man könnte sie looten. Das ist welche drei Vasen? Ja. Meinst hier du rechts? Die hier? Das sind nicht rot. Genau. Das wird wahrscheinlich nicht drin. Das kommt noch zu. Auch Sachen, wo nichts drin ist, können rot sein. So eine Probe. Ich muss das mal eben ausprobieren. Das funktioniert. Eine Katze. Was? Was denn da? Da war es versehen die Tür zugemacht. Aus Versehen, sagt er. Ich lasse jetzt mal Jollum vorgehen, der ist. Der ist da redegewandter. Okay. Ja, wir haben halt ein Face. Und das ist grün. Na dann. Now here's somebody special. The Absolute has touched you, hasn't she? Priestess Gut needs to touch you too. Hold out your arm so I can mark your flesh. Die wollen mich erst mit ekligen Sachen einschmieren. Jetzt wollen sie mir irgendwas aufs Fleisch brennen. Let's the faithful recognize one another quick sharp. That way nobody'll mess with ya. And it's charged with magic. Ordinary slobs can't see it. Only us that follow the Absolute. You ready? Brace yourself. This'll sting. Ach komm, man gönnt sich ja sonst nichts. Ich werde hoffentlich nicht gebrannt. Nö, nur ich. Deswegen habt ihr mich vorgeschickt. Hold still. Ich will den Handschuh vorher abnehmen. Ach, so bleibt der Handschuh auch dran. Entangled. A familiar sensation. She too carries a parasite. Darkness seems to swallow the temple, leaving you with a vision of the goblin priestess receiving instruction from a handsome young man, one of the chosen. The vision dissolves away. You stand before the goblin priestess in the temple once again. Her faith floods into you, a tide of shuddering ecstasy. Her tadpole nestles within that mania, secure, hidden. I feel you in there, digging around. Works both ways. And I saw some weird shadows swimming around in your head just now. Maybe I can help with that. Us true souls gotta look out for one another. Ja, dann. A creature? There's definitely something rotten in there. Let me take a closer look. I ain't seen anything like this before. Sieht immer so ein bisschen so aus, als wollt Jorim gleich den
den Kopf abbeißen. So. Später. Ain't nothing wrong with me. You're the one who's sick in the head. No need to panic, though. With the Absolute's will, I can fix anything. Let's deal with this in my chapel. It's private. Don't want this lot interfering with true soul business. Oi! Priestess! We want the mark! Yeah. Why do they think they're talking to Aren't we good enough for the Absolute? Was soll schon passieren? Eben, was soll schon schief gehen? Berühmte letzte Wort. Okay. Ey! Tu nicht! Oi, come here! I ain't waiting around. Ready to clear your head? Whatever the Absolute tells me to. Don't worry, she loves you. I can tell. Weggehen wir jetzt auch gut. Tja, machen? Deine Entscheidung. Don't want a crowd of gawpers. Everybody else needs to leave. Aber wir sind doch auch wahre Seelen. Ja, Erno, du siehst das auch so, wa? Warum wir das nicht allein? Jetzt fühle ich mich unwohl. Du musst noch die Tür zumachen. Oh. So, viel Spaß. Ja. Du hast dich ja brandmarken lassen. Aber den Dialog kriegt ihr auch, oder? Ja. Ja. Perfekt. Whatever the Absolute tells me to. Don't worry, she loves you. I can tell. Smart. All you need to do is open yourself to the Absolute. And I'll do the rest. Psionic feelers creep across your mind, like a pickpocket's fingers seeking flaws in fabric. Angreifen? It's all slippery in there. What are you hiding? An image of the Mind Flayer reaches out to her from your memories. Help! We need to fish that thing out before it eats any important parts of your brain. No. It's messing with your brain. You're seeing things, probably hearing voices too, yeah? Ja gut, das ist ja nicht mein Charakter. Meine auch nicht. Oh, Moment. Nee, dann. You ain't leaving till we get to the bottom of this. You could be dangerous. Das hören wir nicht zum ersten Mal. Finde ich gut bei dem komischen Kult, der sich irgendwie brandmarken lässt mit irgendwelchen... It involves you putting your trust in the Absolute. Simple. Ja, ja, ja. You won't regret this. Genau. In a true soul. You know the Absolute don't like to touch nothing unclean. So drink this. It'll purify ya. You recognize telltale flecks of werejackal blood. It's a potion of sleep. I ain't deceiving nobody. I'm trying to help. Warum soll ich hier einen Schlaftrank trinken? Naja, wenn sie an deinem Gehirn rumoperiert, dann musst du schlafen. Ich will nicht, dass an meinem Gehirn rumoperiert wird.
Aber die Larve soll noch raus. Und ja, wo ist die? Aber dann ist meine raus und ihr habt ja eure noch. Schwierig. Am Ende ist es nur deine Entscheidung. This could have gone easy for you. Not now, though. I'll tear you to shreds. Ja. Ich bin schon drüben. Ich bin schon da. Das Ding ist, also ich hab mal den Trank getrunken und ich hatte jetzt mal interessiert, wie es so wird. Du hast den Trank getrunken? Mhm. Was ist passiert? Du wachst im Gefängnis, also sie versucht sich tatsächlich zu töten, du wachst im Gefängnis auf und wirst von einer mysteriösen Person gerettet in letzter Sekunde. Echt? Das ist nicht bei mir passiert, mysteriöse Person. Interessant, bei mir schon. Nee, ich hatte die mysteriöse Person auf eine andere Art. Vielleicht bin ich auch einfach nur zu schnell selber raus. Ich habe da drin nicht gewartet. 30% hat das nur fähig. Chance? Boah. Ja, sie hat wahrscheinlich zu hohe Verteidigung. Julie, du stehst im Weg. Ja, aber ich komme ja nicht weg. Ich bin im Weg. Oh, warte mal. Nee. Das war ein verschenkter Zug. Ich konnte auch nie wirklich zuhauen. Ich hätte links von dir stehen müssen, weil rechts von dir kann ich anscheinend nicht angreifen. Mein Pfeil ist fehlgeschlagen. Kannst ja, du bist ja auch mehr auf Stärke. Ja, komm her. Zauber ruhig. Ja, Magiefilter. Oh, 13. Komm, willst du es nochmal probieren? Oh, schade. Ach, weißt du was? Bei dir mache ich das einfach. Das ist jetzt echt so ein Schubskreis, oder? Ja. Ach, sie hat Hilfe bekommen? Oh. Großartig. Weil ich gerade dahin gelaufen. Das sind viele. Ja, vier. Nee, ich hab da ein paar mehr. Ich sehe nur vier. Die Nicht-Goblin-Nachbarn sind aus irgendeinem Grund auch rot. Warum wundert mich das ja wieder nicht? Auch kritischer Treffer auch noch rausgehauen. Ja, so mag ich das. Die Person macht schon mehr Spaß. Wir müssen sie eigentlich an der Tür halten, ne? Hier so Sparta-mäßig. Ja. Aber die haben auch Bögen. Stell dich gerne ruhig vor, du hast 4 Trefferpunkte mehr als ich. Und eine höhere Rüstung. Ich kann nur nicht mehr laufen. Ah, China macht das mit dem Vogel. Das ist ja nett. Schöne Ablenkung. Ja, vor allem wenigstens ein Gegner ist dann blind, hoffentlich. Ja, vorübergehend feindlich. China, hattest du alle drei hier drin? Ey, die haben Baden. Wie alle drei drin? Alle drei Auserwählten? Die Großen? Interessiert das mal, ob das funktionieren kann? Oh, die Katze! Oh, das ist gut. Ich war allein, meine Leute haben draußen gestanden und ich bin eingeschlafen. Ich meinte hier allgemein hier drin, die in diesem Kerker hier. Da gibt's doch drei stärkere. Ich weiß bloß von einem Bären. Ja, das ist ja der, den du. Ne? Aber die anderen zwei meine ich noch. Außer sie. Keine Ahnung gerade. Okay. Ja, müssen wir dann später mal bereden. Okay, also die Illusion gefällt mir. Ah, China ist gerade dran. Zumal die keinen Zauberplatz verbraucht. Das ist einfach ein Zaubertrick. Richtig gut. Der Zaubertrick ist richtig gut, ja. Vor allem, wenn der so viele ablenkt. Oh, ja. Shit. Also bei den meisten hat es ja eben fehlgeschlagen, aber... Ja, solange sich ein Paar umdrehen... Ein Paar haben sich umgedreht und das Ding angegriffen. Krass, von da hinten den kritischen Treffer? Aus dem Säurefeuer. Wie geht das denn? Ja, der nekrotische Angriff war bei mir auch kritisch, hat 10 Schaden gemacht, dann gerade 8. Jetzt war, gucken, Fernkampfangriff. Was habe ich gewürfelt? Gute Frage.
zeigt die mir jetzt leider nicht. Nein, warte mal. Pfeil der Säure. Ich krieg da nicht raus, was ich da gewürfelt habe. Das ist schade. Schade, warum steht das da nicht? Also muss halt eine 20 gewesen sein, ein automatischer Treffer dann halt. Stehe ich im Weg? Chinas Hund, die ist dran. Der kann ja springen. Ja, muss ja auch, um an euch vorbeizukommen. Ja, jetzt steht er uns wahrscheinlich im Weg. Ich wollte ja auch erstmal nicht weg. Außer vielleicht müssen sie weiter. Ziel ist zu weit entfernt. Das ist nicht mehr. Lumpy steht jetzt mitten in der Tür. Ja. Sodass die Nahkämpfer nicht raus können. Ja, ihr könnt ja springen. Ah, jetzt bist du wieder einen Schritt zurückgegangen. Ja. Auch das sind ja noch mehr. Ah ja. Ja, sag doch. Die spurten ja erstmal her, ne? Aber es ist trotz allem interessant, dass die feindlich sind. Eigentlich sind ja nicht Teil der Goblins. Na, die. Mit denen kann man sogar handeln. Sie mögen es aber nicht, wenn man zu nah rankommt. Jetzt nicht mehr. Also ich hatte das auch, dass die mich angegriffen haben. Aber ich habe sie ja auch platt gehauen. Okay, ich muss hier irgendwie rauslaufen. So. Wert ausrüsten. Ich bin mal gespannt, wie lange der Vogel noch lebt. Ja, nur was beschwöre ich halt einen neuen. Ossel, denk ans Hydrieren. Aber echt, Ossel. Ein guter Tipp. Ich hoffe, du hast den einen Haus. Ja, ich habe dieses Tatendrang. Was macht denn Feenfeuer eigentlich? Ja, ich habe das vorhin aktiviert bei der Schamanin, aber dann war sie weg und jetzt habe ich tatsächlich noch zweimal angreifen dürfen, ja. Also wegen dem Tatendrang. Ja, zur Frage. Unsichtbarkeit ist nicht möglich und alle Angriffe sind im Vorteil, wenn du da Feenfeuer auf dir hast. Feenfeuer. Ein Vorteil ist gar nicht gut. Ah, ich habe vermutlich schon gegen Stärke. Die fehlen zu weit vorne, ich will das eigentlich nicht. Wer war das? Was? Wer hat die Verwünschung auf mich draufgehauen? Irgendein Typ war das, habe ich ja gesehen. Der war das. Genau, der Hexenmeister, den du gerade umgehauen hast. Ich hab's nämlich nicht mehr drauf. Ich hab dich gerecht. Der lacht sich jetzt zu Tode. Der ist jetzt. Der freut sich da so stark drüber und lacht dich aus. Mein Vogel ist weg. Nein. Die gute Ablenkung ist weg. Mir fehlen ja auch immer noch ein bisschen meine Spinnen, muss ich sagen. Spinnen waren die besten. Weg ist unterbrochen, super. Kann ich von hier aus irgendjemanden treffen? Ja, die da kann ich treffen. Die da nicht. Mich wahrscheinlich. Ich habe seit Divinity 1 Angst davor, wenn ich vor dir stehe. Warum nicht genug Bewegungspunkte? Weil ich mich dafür doch bewegen müsste. Ah, super. Dann halt so. Ach, danke. Das Zeichen des Jägers von dem bekommen. Zielpunkt nicht erreichbar. Überspringen und rauslaufen. Das
stehen drei in der Gruppe. Die haben bestimmt Lust, mit dem Wolfi zu spielen. Hey, mein Lupus! So. Ich mach jetzt mal das hier. Irgendwo hin. Dann räumt mal auf hier. Geht nicht, du stehst im Weg. Hallo, Herr. Spring vorbei! Ich kann noch nicht weitergehen. Ach komm. Natürlich kann der jetzt ausweichen. Ja, ich habe nur einen Punkt. Gleich zwei Tote. Das ist eine Fähigkeit der Axt Riesenspalter. Du machst halt einen Schwung in eine Richtung. Wir haben halt alle, glaube alle zwei und Äxte. Wir haben halt eigentlich allen Waffen irgendwas Interessantes gegeben. Hey, der hat gezaubert, ich hätte eigentlich draufhauen müssen. Ja, vor allem, ich sehe gerade den Namen. Erna kämpft gegen uns. Erna? Na, die hat sich schon verzogen, die ist nicht im Zimmer. Erna, wir müssen reden. Ja, die hat sich hier schon gerüstet. Das war Eis. Oh. Frech. Gibt ihr das auch mit dem Nageln und den Schuhen? Nein, nicht, dass ich wüsste. Frechheit. Ich hab dreimal aus dem Gleichgewicht. Was ist denn jetzt schon? Ich glaube, weil ich drei Gegner getroffen habe. Absolut. Nach kritischer Fehlschlag auch noch. Ja. Aber natürlich wieder Stärke. Genau. Oh, Fehlschlag. Nee, ich hab's immer noch. Verwünschte Stärke. Ja, Fehlschlag von Lupus. Ja. Hat nicht getroffen. Leider. Ich glaube, die mögen dich nicht. Ach, ging das auch auf mich? Nee. Ging gerade alles auf mich. Aber es hat mal. Ja, aber du getroffen. Liegst. Du kannst nicht ausweichen. Da bist du ja. Hm? Komm her. Vorübergehend feindlich gesinnt. Ja. Ah ja. Oh, ja, das tut mir aber leid. 12 Schaden und mal gucken. Oh, schade. Keine Betäubung. Naja. Aber 3 Schaden nochmal extra. Nein, natürlich Fehlschlag. Warum? Ach, das ist typisch die und die. Das ist halt ein Würfel. Hä? Nee, das ist tatsächlich typisch die und die. Ja, es ist halt ein Würfelspiel. Nein, bei Würfeln. Bei Blood Oath Bowl ist es genau das gleiche. Was, die hat auf mich geschossen und Julie wegen dem Schaden. Nicht gut. Feenfeuer, ist aber nett. Eigentlich nicht. Doch. Als Zustand, eingehende als Angriffe sind im Vorteil. Ja. Eingehende, das ist schlecht. Ein Daumen, also es ist eigentlich nicht gut, das Ding zu haben. Los, Lumpi, hol ihn dir, den bösen Magier. Ich habe nur Angriffe gelesen. Oh, kritischer Treffer. Konzentration verloren. Ja, ich habe jetzt wieder. Das war eine interessante Taktik von ihm. Er hat Lupus weggestoßen, da konnte Lupus keinen Gelegenheitsangriff machen. Das Geschossfang ist auch so praktisch. Ja, wenn es mal klappt. Aber das klappt es richtig gut. Moment, wir haben. Kann ich das auch. Nee, man darf nicht selbst das Ding sein. Machen wir hier einfach mal.
Jolo ein bisschen beschützen, kriegt er halt anstatt plus 3 plus 8. Dann fallen mir auf. Ja, es ist so. Das ist wichtig. So. Jeder einzelne Punkt ist wichtig. So, der Flüchtling ist weg. Das hat sich hier irgendwie falsch angehört. Kontext, Kontext. Ja. Ist immer im Kontext als Punkt. Was machst du da? Warum ich da so viel springe? Ach, springen. Er braucht das schon. Ich kann im Kampf eh nicht viel beitragen. Dann kann ich mich auch hinlegen und warten. Macht er auch noch einen Kämpfer. Aber dann haben wir keinen mehr, der handelt und lustige Gespräche führt. Er macht einen charisma-basierten Kämpfer. Hui. Was hast du ihm gerade gesagt, Seuche? Du haust dir Erna. Ja, ist in Ordnung, in dem Fall. So, du da oben. Ne, ich kann jetzt noch weiter springen, also springe ich mal hoch zu dir. Hallo. Und daneben. Aber es ist immer wieder bedroht. Wow. Mann, ey. Ich kann nicht springen. Ich habe durch die Stärke und durch die Athletik davon so einen enormen Sprungradius, dass ich auch sehr hoch springen kann. Teilweise sogar höher als normale, die nicht auf irgendwie, bin ich teilweise nicht auf Leitern angewiesen. Deswegen habe ich hier umgelevelt. So, ich habe mich um Erna gekümmert. Aber Järle da oben, die muss noch. Ach, das, also für Lupus ist das da oben zu hoch. Siehst du. Ihr Angeber mit eurem Springen. Es ist so praktisch. Da ist was. Ein Höhlenloch. Ich habe keine Heilung mehr zur Verfügung. Wie kann man pingen? You should search that corpse. Ich kann es nur verwenden. Welchen Korps? Ich würde mal sagen, von der Schamanin. Hier oben ist ein Höhlenloch. Will da wer reingreifen? Ui! Blödes Fett. Oh. Da passiert was. Ja. Ich dachte, man könnte sie einfach looten. Ist schon in Ordnung. Wichtig, dass das passiert. Why let its host's memories go to waste? The tadpole has absorbed it all. Its experience could nourish you, strengthen you. Ups. Okay. Also ich habe hier diesen hoher Mondglüh gelootet und er hatte hübsche Dinge. Ja, bestimmt. Das sind Händler. Unter anderem eine sehr, sehr schöne Axt. Ich könnte jetzt eine andere Axt abgeben. Ja, das würde ich dir auch abnehmen, wenn es wäre, oder? Ich hätte auch noch einen Goldlingsstab und einen Mondschlechtergleve. Eine Lederrüstung Stufe 11. Ich gucke gerade.
14, 5 bis 16. Ich glaube, ich nehme deine Axt. Ja. Ich nehme den Stab. Ups. Wieso? Okay, das hier ist ein Amulett, was momentan bloß Juliet tragen kann, glaube ich. Der ist besser als meiner. Ach nee, das war das ganze. Achso, Stab ist aber doppelt zweihändig. Den Talisman soll ich anziehen. Tattoos. Ah, doch, trotzdem. Schon besser. Wir haben keinen, der ein Schild benutzt, oder? Nee. Ach komm, hier. Interessant, dass ich mit Stäben umgehen kann. Es ist überhaupt kein Problem, mit Stäben umzugehen. Das sind einfache Waffen. Wieso habe ich deinen unedlen Hut jetzt bei mir im Inventar? Weiß nicht. Hast du? Hatte ich. Jetzt hast du den wieder. Juhu. Ich glaube, wenn man das rüberschiebt und das dann aus irgendeinem Item hält, dann kriegt man das Item so als Tausch. Ah, okay. Da konnte ich mich noch nicht überwinden, den als Ware zu klassifizieren. Die Glebe will wahrscheinlich keiner, dann können wir das ja auch hier. Ware. Das. Flasche. Handtücher. Auch nicht schlecht. Mache ich gerade Chinas Job. Wieso? Ich habe viel auf dem Boden gefunden. Wie wär's mit einer... Ich war mit meinem Inventar beschäftigt. Wie wär's mit einer kurzen Rast? Ja, durchaus. Dann hätte ich, glaube ich, jetzt auch nichts dagegen. Dann kriege ich mein Sammeln wieder und dann kann ich wieder die Leute ein bisschen boosten. Boosty! Du hast den Schlüssel, den ich gefunden habe, genommen. Feuerweiler. Alles bloß Fässer, die man kaputt machen kann. Was ist in den Kisten und in der Truhe? Oh, was versteckt das? Eine Felsspalte. Hast du da oben schon? Wie kann man denn pingen? Wie war das? Pingen. Rechts, in dem Minikarte. Da kann man pingen. Hier oben habt ihr... Ja, das habe ich auch schon zweimal gepingt, aber der China ignoriert das. Ja, der China ist im Lootwahn, der... Diese Felsspalte. Der kommt bald zu sich. Ja, da oben ist auch noch ein Höhlenloch, da passen wir aber nicht rein. Und China ist durch die Felsspalte. Oder? Nee, wer ist da durch? Ja, ich bin durch. Jetzt bin ich im geschändeten Tempel. Ja, das können wir nicht reingucken. Not a chance, I'll fit in there. Ja. Nee. Aber da oben ist auch noch was, China, ja, wo du rein kannst. Und zwar hier. Das war Druida cool, da bin ich hier als Katze rumgelaufen. Lupus steht in der Säure. I'm way too big. Dafür bin ich viel zu groß. Was? Und ich habe mich nicht mal vergrößert. Kannst du dich nicht verkleinern? Nein. So ein bisschen ab den Knien abschneiden oder so? Nein. Es ist halt jetzt die Frage, weil jetzt kommt wieder recht viel. Wollt ihr das noch reinquetschen? Was heißt reinquetschen? In die halbe Stunde. Ich sag irgendwann Stream beendet und dann ist halt gut. Ich glaube, es ging eher darum, dass wir da nicht mittendrin irgendwas jetzt wieder ein oder so wie es vorhin klang, zwei Wochen Pause machen. Dass man da mitkommt, dass man nicht sagt, hey, was war jetzt?
Mir ist das egal. Also wenn du sagst, dass es jetzt sinnvoller wäre, eine Pause zu machen, dann wäre ich für die Pause. Wäre tatsächlich sinnvoller, weil es kommt jetzt auf der anderen Seite zu vielen Gesprächen und auch zu vielen Kampfhandlungen und zu anderen Gesprächen. Dann wäre ich dafür, das nächstes Mal zusammenhängend zu spielen. Ja. Meinst du so Gespräche mit einer Waffe? Auch, oder? Beides. Auch. Gespräche mit einer Waffe? Keine Ahnung. Mit der Zunge. Oh.